Hier präsentieren wir die 5 besten Teichfilter im Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Sansan Biofilter CBF 200A Filteranlage. In erster Linie funktioniert das Filterprodukt, das eine oder mehrere Schwämme und japanische Bodenbeläge enthält, ziemlich zuverlässig. Das Wasser wird gut gereinigt, meistens sind auch stark befleckte Becken innerhalb weniger Tage bis Wochen wieder klar. Die Filterleistung ist wohl nicht so toll wie angegeben. Manche Kunden beschweren sich, dass die tatsächliche Durchflussmenge viel geringer ist. Trotz der hohen Pumpeneffizienz neigt das Wasser dazu, direkt in den Pool zurückzusprühen. Genau hier könnte es empfohlen werden, eine größere Version zu bekommen. Die Installation des Filters ist etwas anspruchsvoll. Es ist zudem schade, dass das Handbuch oft erst auf den zweiten oder dritten Blick ersichtlich ist. Als äußeres Produkt wird Kunststoff verwendet, aber der eher billig aussehende Kunststoff sieht nicht so nützlich aus. Nummer 4. Ubbing Teichfilter Seed Filter Pure 4000. Der niederländische Hersteller setzt vor allem auf organische Ansätze. Passenderweise enthalten alle Filter nur einen Schwamm, stattdessen setzen die Konstruktionen in erster Linie auf Filtergestein, Pulver sowie bio-oberflächenspezifische Komponenten. Bei kleineren Fischteichen ohne fantastischen Bedarf ist die Reinigung ebenfalls recht erfolgreich. Für größere Pools oder Aufgaben, die leistungsstarke Pumpen enthalten, zum Beispiel für kleinere Streams, ist diese Versionssammlung nur bedingt geeignet. Aufgrund ihrer Dimension lassen die Filter maximal 800 bis 2300 Liter Wasser pro Stunde zu, manchmal reicht das nicht aus. Komprimiertes Polyethylen wird als Produkt verwendet. Das macht den Filter sehr leicht und kompakt, und auch wenn er auf die Bank gestellt wird, sieht er wirklich Low-Profile auf. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Oase Druckfilter Biopress Seed 6000. Diese Filter haben den Vorteil, dass das Wasser nach der Reinigung unter Stress ausfällt. Dies deutet darauf hin, dass Unterscheidungen in der Höhe ebenfalls überstanden werden können, ohne sich auf eine zweite Verbindung verlassen zu müssen. Sie sind daher völlig ideal, zum Beispiel für Bäche und auch Wasserfälle im heimischen Garten. Auch die tragbaren Abmessungen sprechen für den Biopress Establishment. Der runde Filterkörper verbraucht wirklich wenig Platz, er kann noch bis zur Abdeckung vergraben werden. So macht der Filter eine wirklich low-profile Wirkung und ist auch ausgezeichnet für die ausgezeichnete allnatürliche Illusion im Residenzgarten. Oase hat in Sachen Qualität tatsächlich viel erreicht. Sowohl die Pumpe als auch der Filter sind wirklich hochwertig, so dass es nicht ungewöhnlich ist, dass viele Gärtner tatsächlich seit mehreren Jahren mit der gleichen Probenahme zusammenarbeiten. Nummer 2. Pontec MultiClear Seed 5000 Teichfilter. Wenn es um Filtermedien geht, verwendet Pontec eine Vielzahl von Materialien: Filterschaum, ein japanischer Bodenbelag und auch bio-oberflächenspezifische Aspekte werden verwendet. Das ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirklich zuverlässig. Die Effizienz der Gadgets wird von den Verbrauchern fast weithin gelobt. Die wartungsarme Haltbarkeit der Filtermedien und das bewährte Spick-Entsparen-Alltagsverfahren sollten unten hervorgehoben werden, auch sehr unsaubere Gewässer werden schnell beseitigt. Ein UVC-Filter sollte zur Abwehr von Algen erhalten bleiben. In der Technik schafft dies jedoch einige Probleme. Kunden berichten von höheren Fehlpreisen sowie einem stattdessen unzuverlässigen Kampf gegen Parasiten. Und die Nummer 1 unserer Liste. Oase Durchlauffilter Biosmart Seed 7000. Denn wenn es um Handwerkskunst und Langlebigkeit geht, gibt es kaum ein viel besseres Paket. Sowohl der Filter als auch die Pumpe sind eigentlich wunderbar entwickelt und stechen auch besonders in langjährigen Erfahrungsberichten heraus. Wenn man sich die Kundenbewertungen des Seeds anschaut, kann man davon ausgehen, dass das Modell lange hält. Gartenfreunde kommen zum Teil länger als ein Jahr mit dem Teichfilter durch. Oase zählt ganz auf Schwämme als Filtermedium. Dies hat den Vorteil, dass die Werkzeuge extrem leicht zu reinigen sind und auch problemlos mit brandneuem Material ausgestattet werden können.
Ausgehend von der Variation bestehen 2 bis 9 Filterschwämme im Verteilungsgrad. Jedes Design der BioSmart-Kollektion verfügt über effektive UVC-Lampen mit einer Leistung von 7 bis 36 Watt. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.